dass du zu uns, jedem Einzelnen, sprechen möchtest. Wir bitten dich, dass du uns bereit machst und offen machst, auf das zu hören, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Ja, diese Spannung zwischen Krankheit und Heilung, Krankheit und Nichtheilung, ist schon eine problematische. Ich habe das einmal am Anfang meines Pastorendienstes sehr deutlich gespürt und gemerkt. Gott hatte der Gemeinde Gnade geschenkt, dass wir innerhalb so von einem Vierteljahr einige wundersame Heilungen erlebten. Durch Gebet der Ältesten, durch Gebet der Gemeinde wurden Menschen gesund über alle Erwartungen hinaus. Und logischerweise haben wir dann gesagt, Leute, das können wir ja nicht einfach so hinnehmen, sondern das Mindeste ist ja, dafür einen Dankgottesdienst zu feiern. Und dann haben wir einen speziellen Dankgottesdienst durchgeführt und die Einzelnen, die gesund wurden, die haben das dann berichtet noch einmal. Gott war mir gnädig und hat mich geheilt. Und ihr könnt euch vorstellen, da war eine Stimmung von Dankbarkeit, von Lob Gottes, von Ergriffensein, von seiner Macht. Dann war der Gottesdienst zu Ende und ich stand an der Tür, habe die Einzelnen verabschiedet. Und da gibt mir eine Frau die Hand und sagt, Bruder Freund, aber jetzt müssten wir auch einen Gottesdienst feiern für alle, die nicht gesund werden, obwohl sie glauben und obwohl sie genauso beten und genauso hoffen. Und ihr standen die Tränen in den Augen. Sie war chronisch krank über viele Jahre. Das hat mich getroffen und ich sagte mir, sie hat recht, weil das auch die Wahrheit ist und die Wahrheit bleibt. Und weil das so ist, kommen Christen ja dann, wenn es sie betrifft, ja schnell zu dieser Frage, das verstehe ich einfach nicht. Warum heilt Gott diesen oder jene? Warum tut er Wunder? Wir haben es gerade gehört, noch einmal aus dem Neuen Testament, wird von Jesus ja wiederholt berichtet, er heilte alle Kranken. Und dann sind die einzelnen Wunderberichte. Und dann wird berichtet von Heilungen in einzelnen Gemeinden. Und heute übers Internet werden ja solche Ereignisse ja auch verbreitet. Ja, warum geschieht das hier und da und nicht bei uns und nicht bei mir? Ja, das ist eine Frage. Mir wurde zunächst mal deutlich, wer so fragt, muss sich immer klar sein, selbst wenn Gott in seinem Fall eingreifen würde und das Wunder täte, kommt gleich der Nächste und sagt, ja, warum bei dem und bei mir nicht? Und selbst wenn dem geholfen wurde, kommt der Übernächste und sagt, ja, warum bei ihr und nicht bei mir? Ich will das jetzt nicht weiter fortspinnen. Selbst wenn Gott alle Kranken hier in Hamburg heilen würde, ja, würden in München sagen, wieso in Hamburg und nicht bei uns in München? Und man braucht nicht viel Fantasie, man kann das immer weiterführen. Es bleibt immer die Frage übrig, verstehe ich nicht, warum Gott tust du das da und nicht bei uns, nicht bei mir. Das Wort, das wir gerade gehört haben aus dem Römerbrief, Kapitel 8, das gibt eine grundsätzliche, eine generelle Antwort auf diese ganz ernste und wichtige Frage und die besteht darin, dass hier gesagt wird, wir sind mit allem Lebendigen, selbst mit den Tieren und Pflanzen,
seit dem Sündenfall der Vergänglichkeit unterworfen. Und zwar gegen unseren Willen. Wer will das schon? Niemand will das. Gegen unseren Willen. Aber das ist die Realität, mit der wir leben und leben müssen. Und die wird nie aufgehoben bis zum Ende unseres Lebens. Das, was wir uns gerne wünschen würden. Sondern wir erleben Schmerzen, wir erleben Leiden, wir erleben Krankheit und erleben den Tod. Und von Anfang an, vom Anfang unseres Lebens, sind wir dieser Realität unterworfen mit all ihren Auswirkungen. Ich habe nicht nur alte Menschen beerdigt und Trauerfeiern geleitet. Ich habe auch ein Kind beerdigt, das bei der Geburt starb oder vor der Geburt schon tot war. Also von Anfang an ist diese Realität der Vergänglichkeit Teil unserer Wirklichkeit, Teil unserer Existenz. Und wir müssen lernen, damit zu leben. Was heißt auch alle Heilungen, die in der Bibel berichtet werden, haben ja nicht den Effekt gehabt, davon müssen wir einfach ausgehen, dass die Menschen, die diese wunderbare Erfahrung gemacht haben, dann für den Rest ihres Lebens gesund geblieben sind. Sondern sie sind der Vergänglichkeit mit all ihren Auswirkungen weiter unterworfen geblieben. Selbst wenn jemand, das, was ja einige Male berichtet wird, das Besondere erlebt, dass Gott von den Toten auferweckt, ist mir mal so deutlich geworden, ach, der Arme oder die Arme muss ja nochmal sterben. Ja, muss ja nochmal sterben. Also die Vergänglichkeit, diese Grundtatsache wird durch nichts aufgehoben, durch kein Wunder. Das ist uns manchmal nicht klar, aber es ist so. Und wenn jemand das erlebt für sich, dann kommt schon die Frage, wie gehe ich damit um? Natürlich, das weiß jeder und ich weiß das, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe und sie begleitet habe in ihren Schicksalen, dass es große Unterschiede gibt, wie wir die Formen der Vergänglichkeit persönlich, konkret erfahren und erleben. Ja, es gibt Menschen, die werden sehr alt und sagen dann mit großer Dankbarkeit, ich war nie ernsthaft krank. Das gibt es. Und es gibt Menschen, die sind schon mit einer Krankheit geboren, mit der sie ein Leben lang leben müssen, mit all den Schmerzen und all den Einschränkungen, die damit verbunden sind. So groß ist die Bandbreite. Aber die Wahrheit bleibt, alle, auch die, denen es gesundheitlich sehr gut ging, sind der Vergänglichkeit unterworfen, denn am Ende geht jedes Leben zu Ende. Also selbst eine wundersame Heilung ändert eben nichts an der Grundtatsache. Das heißt, jetzt entsteht die Frage, wie gehe ich dann damit um? Wie schaffe ich es, damit so zu leben, dass mein Glaube nicht in Frage gestellt wird, dass ich nicht anfange, an Gottes Macht und Liebe zu zweifeln? Und woher nehme ich die Kraft, mit den Auswirkungen in meinem Leben so umzugehen, dass ich mein Leben immer noch vor Gott sinnvoll gestalten kann? Und da ist mir ganz wichtig, dass in diesem Vers des Paulus, in diesem Hinweis auf die Vergänglichkeit, er weiter sagt, aber wir sind nicht nur dieser Vergänglichkeit unterworfen, sondern zugleich
sind wir auch vorbereitet und darauf ausgerichtet, dass wir genau davon endgültig frei werden. Er spricht von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, er spricht von der Herrlichkeit, die einmal unser sein soll. Das heißt, dass dieser Wunsch, den wir auf die Gegenwart richten und sagen, ja, das würde ich jetzt ja schon gerne erleben wollen, was ja verständlich ist, dass das einmal Erfüllung finden wird, so wie Gott es versprochen hat, und dass unser Leben auf diesen Punkt letztlich zuläuft. Das heißt aber auch, und das ist etwas, was uns vielleicht nicht so ganz gefällt, wenn wir von dieser Grundsituation befreit werden wollten, also wenn jemand sagt, Mensch, ich habe aber keine Lust darauf, der Vergänglichkeit unterworfen zu sein, dann müsste Gott antworten, ja, wenn du das wirklich ernst meinst, dann müsste ich dich zu mir rufen, dann beende ich dein Leben. Die allermeisten sind nicht scharf darauf, nach meiner Erfahrung. Ja, aber es gibt keine Alternative für Gott. Was soll er tun? Das ist die Wahrheit, die zu unserem Leben gehört. Also, was denn dann? Also, ich möchte noch einige kurze Konsequenzen aufzeigen, wie dann damit umzugehen ist. Erstens, und das finde ich ganz wichtig, wir dürfen als Christen für uns selbst und auch für andere immer in vollem Zutrauen darum bitten, dass Gott uns heilt. Wir haben eben das wunderbare Lied gesungen, ne? Gott berühre mich. In dem auch das so beschrieben wurde, wie durch diese Begegnung mit Gott heilende Kraft ins Leben fließt. Und da bin ich sehr naiv, würde ich fast sagen, in meinem Glauben Gott gegenüber. Ich wurde oft gefragt als Pastor oder auch Kraftamt des Ältesten der Gemeinde, hör mal, meinst du, dass es Sinn macht, für mich zu beten, dass Gott mich heilt? Was soll ich darauf antworten? Das weiß ich doch nicht. Aber ich habe immer geantwortet, ich glaube, dass Gottes grundsätzliches Ziel immer auf Heilung ausgerichtet ist. Weil ich das glaube, habe ich immer die Freiheit, für dich zu beten, dass Gott dich heilt. Was Gott dann tut, ist seine souveräne Entscheidung, die ich nie vorhersagen und auch nicht vorher wissen kann. Aber die Freiheit, darum zu bitten, für mich selbst, für jemand anders, Herr, lass deine heilende Kraft wirksam werden, die bleibt zunächst mal für immer bestehen. Die zweite Konsequenz lautet, lerne mit dieser Realität der Vergänglichkeit umzugehen. Das heißt, es geht darum, dieses Rätsel und damit verbundene Problem der Vergänglichkeit für das eigene Leben zu buchstabieren und alle Konsequenzen daraus anzunehmen und in das Leben einzubauen. Denn wenn ich innerlich dauernd im Widerstand lebe gegen diese Tatsache, die ich eh nicht aufheben kann, dann vergeude ich Gedanken, Kräfte und Energien ohne Effekt. Im Gegenteil, ich belaste mich noch zusätzlich. Wenn ich aber lerne, diese Realität anzunehmen vor Gott und einzubeziehen in mein Alltagsleben, werde ich wesentlich besser mit den Folgen und Konsequenzen umgehen können. Und das Dritte ist, am Vertrauen zu Gott festzuhalten.
festzuhalten, trotz allem. Und dabei kann es geschehen, dass ich gerade in und durch solche schweren Situationen, die aus dieser Vergänglichkeit herrühren, dass ich gerade darin besondere Erfahrungen mit Gott machen kann. Das weiß ich von mir selbst und das weiß ich von einer ganzen Reihe von Christen, die mir bestätigt haben, die mir das gesagt haben, Bruder Freund, also das will ich dir mal sagen, wenn ich das und das nicht so erfahren hätte, hätte ich manches von Gott nicht so verstanden, wie ich es heute kann und tue. Ich hatte einmal eine schwere Seelsorgeaufgabe zu erfüllen, nämlich einen Jungen zu begleiten, der mit 14 Jahren krebskrank wurde, Jahrzehnte her. Damals war die Therapie auch noch nicht so weit wie heute. Er hatte einen wirklich langen Leidensweg vor sich. Ich habe ihn darauf begleitet und zwei Dinge erlebt. Erstens, er kam in diesen 2 Jahren bis zu seinem Tod zu einem tiefen, für sein Alter unglaublich reifen Glauben. Das hat ihm keiner beigebracht. Das ist dadurch entstanden. Und ich war dann in seiner Todesstunde bei ihm. Und dann haben wir gemeinsam gebetet. Und dann hat dieser Junge einige Augenblicke vor seinem Tod gebetet: Herr, das ist ja alles noch herrlicher als heute Morgen. Und ist dann heimgegangen. Das war für mich ein so eindrucksvolles Beispiel, dass es möglich ist, dass Gott durch diese Vergänglichkeit hindurch uns Erfahrungen machen lässt mit ihm und seiner Gegenwart, die wir sonst nicht hätten und machen würden. Und manchmal vermittelt Krankheit auch Einsichten über uns und über unser Leben. Wir haben das Beispiel von dem Paulus gehört in der Lesung. Gott hat ihm deutlich gemacht, weißt du was? Du neigst dazu, dich zu überheben. Und deshalb habe ich dir das gelassen. Ach so. Ja. Und ich habe wirklich immer wieder auch von Christen gehört, und ich weiß an der einen oder anderen Stelle auch von mir selbst, dass Gott durch solche Phänomene, die uns äußerst unangenehm sind, reden kann und Wahrheiten vermitteln kann, auf die wir sonst nicht hören würden. Ihr merkt, am Ende läuft es darauf hinaus, das, was zur Realität unseres Lebens gehört, vor Gott und im Vertrauen zu ihm anzunehmen, damit leben zu lernen und zu erfahren, dass Gott in seiner Liebe und in seiner Macht dazu in der Lage ist, daraus für uns Wertvolles zu schenken. Nun wird der eine oder andere sagen, das ist ja alles schön und gut, aber mir wäre schon lieb, ich würde meine Krankheit loswerden. Oder ich hätte nicht mehr so viel Schmerzen, wie ich habe. Ja, das wird jeder, denke ich, so denken und sich auch wünschen. Gott verspricht, das wirst du einmal erleben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in diesem Leben, in dieser Realität, mit dieser Perspektive, mit diesem Ausblick leben. Ihr kennt dieses Versprechen Gottes, ich lese es uns noch einmal vor. Da heißt es am Ende der Bibel, in Offenbarung, Kapitel 21, Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid und kein Geschrei und keine Mühsal. Und wir können problemlos darin einfügen und auch keine Krankheit. Denn das Alte ist vergangen, steht hier. Es ist etwas völlig Neues geworden. Das ist die Perspektive, die Gott uns anbietet, um das Leben in dieser Welt von Zeit und Raum, zu der auch die Vergänglichkeit gehört, bestehen zu können. Und ich wünsche uns, dir und mir, dass wir es lernen,
in dieser Perspektive zu leben und das Vertrauen zu Gott festzuhalten. Amen.